Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um die Glossy Box für den Monat August und das dieses schöne Packaging. Ich habe auch gesehen, dass es noch verschiedene andere Boxendesigns gab und dass es wohl die Verpackung für die Man Box ist. Aber generell finde ich diese silberne Box sehr, sehr schön. Sie ist schön schlicht und kann man auch schön hernehmen. Also ich mag die Box jetzt schon sehr, sehr gerne. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich einfach mal rein, was hier in der Box so drin ist. Wenn man die Box aufmacht, kommt wieder hier dieses Design zutage. Es ist nur so eine graue, silberne Band, schwarzes Papier und das Glossy Magazin. Das legen wir jetzt erstmal auf die Seite. Als erstes haben wir hier von Nivea einen Rasierer drin. Das dürfte der Stiel sein, da kann man sich auch nochmal Klingen dazu kaufen. Dann haben wir hier einmal drin von S. Oliver ein Eau de Toilette. So Pure nennt sich der Duft. Probiere ich jetzt gleich mal aus. Also es ist ein sehr leckerer Duft. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Dann haben wir hier von Chevins die Müsli-Mousse-Maske drin. Die mag ich ja sehr, sehr gerne. Die finde ich richtig gut. Das ist ein Soft-Peeling. Das nimmt wirklich richtig alte Hautschöpfchen runter. Und die Haut fühlt sich danach richtig, richtig weich und geschmeidig an. Also mag ich sehr gerne. Bin ich auch froh, dass ich wieder ein neues habe. Dann haben wir einmal hier von Glossy Box ein Produkt drin. Und das ist so ein Pinsel hier. Also da bin ich ja auch mal sehr gespannt, wie der ist. Also der ist sehr fest gebunden. Auch sehr flexibel. Also so eine Pinselart hatte ich bis jetzt noch nicht und ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich denke, ich werde das einfach mal für Foundation ausprobieren, wie der für Foundation ist, ja. Aber er hart auch ein bisschen, also wenn man so rüber geht, da kommen schon so ein paar Härchen raus. Aber zum Testen finde ich das mal richtig gut. Dann haben wir hier von Manna ein Produkt drin und zwar Glow Illuminator Step 3 Perfect. Also so sieht das Ganze jetzt ausgepackt aus. Und das ist diese Konsistenz, also sehr flüssig. Also sehen tut mir jetzt nichts, also es glitzert jetzt auch nicht. Ich würde sagen, dann lesen wir gleich mal im Glossy Magazin nach, wie man das Produkt richtig anwendet. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das letzte Produkt an. Und das ist hier ein Safari Bronzer. Von welcher Marke? Model Launcher nennt sich die Marke. So sieht der Bronzer von innen aus, also sieht sehr schön aus vom Design her. Aber es ist halt sehr dunkel. Also durch die dunklen Pigmente hier drin ist der sehr, sehr dunkel. Also kann ich werde es mal ausprobieren für mich, aber auf den ersten Blick finde ich, dass der für mich zu dunkel ist. Vom Schimmer her sieht das sehr, sehr schön aus. Also da kann man nichts sagen, aber ich denke, der wird für mich einfach ein bisschen zu dunkel sein. Wir kommen jetzt zum Glossy Magazin und dann schauen wir mal. Genau, das ist ja die Geburtstagsbox. Glossy Box feiert den 6. Geburtstag. Und ja, da haben wir als erstes diesen Pinsel hier und der soll kosten, ist ein Glossy Box Eigenprodukt,
14,95. Dann der Sun Bronzer von Model Lounger ist ein Originalprodukt und soll kosten 18,75 €. Dann haben wir hier von Manakadar die Sheer Glow Shimmer Lotion. Ist auch ein Originalprodukt, liegt bei 26 €. Und hier steht drin, kleine Tropfen auf den Handrücken geben und solo oder mit Foundation gemischt auf gewünschte Körperpartien auftragen. Okay. Also soll wohl so ein Glow geben. Aber so richtig glowen, finde ich, tut es jetzt nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das so sein wird. Dann haben wir hier ja diesen Probeartikel, den gab es ja auch von Nivea letztens zu einer Aktion. Aber wenn man ein Nivea-Produkt gekauft hat, gab es diesen Rasierer dazu. Und original mit zwei Klingen kostet der Nivea Protect & Shave Rasierer 5,99 €. Was ich bei dem schade finde, der ist nicht ganz so scharf. Also er rasiert nicht ganz so glatt die Haare weg. Also deswegen mag ich den eigentlich nicht so gerne. Aber erreicht für zwischendurch auch. Dann haben wir hier drin das S. Oliver Fragrance So Pure. Ein Originalprodukt hat 30 ml, würde kosten 17,75 €. Hier haben wir 10 ml drin. Und hier steht dabei, dieser Duft steht für die Liebe zu allem, was pur, aufrichtig und wirklich echt in dieser Welt ist. Er vereint spritzige Zitrusnoten mit Nuancen von grünem Efeu und fruchtig frischem Apfel. Hinzu gesellen sich Blütenakzente eingebettet in sanftes Kaschmirholz. Ja, also riecht wirklich sehr, sehr gut. Ja, also jetzt finde ich, riecht es sehr lecker, der Duft. Also der gefällt mir richtig gut. Dann hätte noch drinne sein können. Von Bettina Barty Bath and Shower Gel oder Body Lotion via Pineapple. Das wäre die hier gewesen. Dann hätte noch drin sein können eine Shea Butter oder ein Dry Shampoo. Und hier auch nochmal so Produkte. Ja, nö, aber es wäre jetzt kein Produkt dabei gewesen, außer die The Body Shop Body Butter, die mich interessiert hätte. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Box und ja. Das waren dann auch schon alle Produkte, die in dieser Box drinnen sind. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Box. Mir gefallen die Produkte sehr gut. Ich werde sie auf jeden Fall testen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video, ihr Lieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann klickt unten einfach auf den Abonnier-Button. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.